Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit dem Buch Taysirul Latif al-Mannan fi Khulasati Tafsir al-Quran von Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Heute werden wir mit der Erlaubnis Allahs einen neuen Abschnitt beginnen. Und zwar erwähnte der Sheikh rahimahullah in diesem nächsten Abschnitt einige allgemeine Verse über das Freitagsgebet und über das Gebet des Reisenden sowie über den Adhan. Der Sheikh sagte, Abschnitt über das Freitagsgebet, die Reise und den Adhan. Der Sheikh rahimahullah erwähnte am Anfang dieses Abschnitts die letzten Verse aus Surat al-Jumu'ah, in denen Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß sagte, O die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach Allahs Huld und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohlergehen möge. Und wenn sie einen Handel oder eine Zerstreuung sehen, laufen sie dorthin auseinander und lassen dich stehen. Sag, was bei Allah ist, ist besser als Zerstreuung und als Handel. Und Allah ist der beste Versorger. Der Sheikh sagte, rahimahullah, diese Verse erklärend, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt seinen gläubigen Dienern, beim Freitagsgebet anwesend zu sein und sich zu diesem Gebet zu beeilen, wenn zu ihm gerufen wird. Und mit der Eile hier ist gemeint, dass man für dieses Gebet interessiert ist und sich von nichts anderem ablenken lässt, sondern dass man sich nur mit diesem Gebet beschäftigt. Mit der Eile hier ist nicht gemeint, dass man zum Gebet rennen soll. Denn dies verbat der Prophet sallallahu alaihi wasallam beim Gehen zum Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie in einem Hadith überliefert wurde, wenn die Iqama des Gebets gesprochen wird, dann geht nicht zu ihm, während ihr rennt, sondern geht zu ihm, während auf euch die Ruhe und die Würde ist. Das heißt, mit der Eile hier in diesem Vers ist nicht, dass man schnell dorthin gehen soll, gemeint, oder gar rennen soll. Und dies wurde verboten. Das heißt, der Sheikh sagte, dass zum Gebet gehen mit Ruhe und Würde ist mit der Eile hier gemeint. Danach sagte Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, und lasst das Kaufgeschäft. Der Sheikh sagte, das bedeutet, unterlässt es in dieser Situation, in der euch befohlen wurde, zum Gebet zu gehen. Und wenn euch das Unterlassen des Kaufgeschäfts verboten wurde, beziehungsweise befohlen wurde, welches die Seelen begehren und danach bestrebt sind, dann ist das Unterlassen von anderen Tätigkeiten erst recht gemeint. Wie Handwerke und anderes. Der Sheikh will sagen, die Erwähnung des Kaufgeschäfts in diesem Vers ist nicht spezifisch für das Kaufgeschäft, sondern es wurde erwähnt, weil dies das Eheste ist, nach was die Seelen trachten und nach was sie bestrebt sind,
weil es was beinhaltet und was bringt? Gewinn. Wenn das befohlen wurde zu unterlassen, dann die anderen Tätigkeiten und Arbeiten und Berufe erst recht. Wenn zum Gebet gerufen wird, muss man all diese Tätigkeiten unterlassen und verlassen. Und sich zum Gebet begehen und sich für das Gebet interessieren und sich nur damit beschäftigen. Deshalb, wer kann und wer dazu in der Lage ist, am Freitag freizunehmen, der soll dies tun. Damit er genau dies verwirklichen kann. Und wenn nicht, dann mindestens soll er genug Zeit freinehmen, dass er zum Gebet gehen kann, die Chutba hören kann und das Gebet verrichten kann in der Moschee. Das ist das Mindeste. Damit er was? Das verwirklicht, was Allah von ihm will. Und dass er das Gute erlangt, welches Allah erwähnt hat, als er gesagt hat, das ist besser für euch, wenn ihr wisst. Das ist besser für euch, wenn ihr es wisst. Das heißt, es braucht Wissen und Einsicht, um diese Dinge zu verstehen. Derjenige aber, der blind in seinem Leben umhergeht, wird dies nie begreifen. Der Scheich sagte, wenn ihr wisst, was die Realität der Angelegenheiten und ihre Früchte. Und dieses Gute, jetzt erklärt der Scheich, was dieses Gute denn ist, welches besser ist als der Handel und das Verdienen und der Gewinn. Er sagte, dieses Gute ist das Ausführen des Befehls von Allah und seinem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam. Und dass man sich mit dieser Pflicht beschäftigt, yani das Freitagsgebet. Diese Pflicht, welche die wichtigste Pflicht ist, yani eine der wichtigsten Pflichten ist, und ebenfalls von diesem Guten ist, dass man das Gute und die Belohnung dieses Gebetes erlangt. Und das, was der Gesetzgeber auf die Bestrebung und das Eilen zu diesem Gebet folgen lässt, und dass man früh zu diesem Gebet kommt, und dass man alles tut, was zu diesem Gebet verhilft und es vervollständigt. All dies ist vom Guten. Und für all dies bekommt man Belohnung. Und ebenfalls für das, was man an Vorzügen erlangt und wodurch man sich von den Untugenden entfernt. All dies ist von dem Guten, welches Allah erwähnt hat, welches man erlangt, wenn man zum Freitagsgebet geht. Und die Arbeit und den Kaufvertrag und alles, alle anderen Beschäftigungen unterlässt und verlässt. Denn was ist mit einer Person, die trotzdem den Handel und die Tätigkeiten dem Gebet vorzieht? Der Scheich sagte, rahimahullah, und von den schlechtesten Eigenschaften ist die Bestrebung und die Gier, welche den Diener dazu antreiben, diesen niederträchtigen Gewinn vorzuziehen vor dem notwendigen Guten. Yani derjenige, der bei seiner Arbeit bleibt und bei seinem Handel bleibt und dieses Gute verlässt und unterlässt, welches er nötig hat, dies deutet auf die Unwissenheit dieser Person. Und darauf hin, dass Allah ihm dieses Gute verwehrt hat. Und bei Allah ist die Hilfe. Der Scheich sagte weiter, und von diesem Guten ist, dass derjenige, der dem Befehl Allahs vorzieht und
dem Gehorsam gegenüber Allah Vorrang gibt, gegenüber der Neigung seiner Seele, so ist dies ein Beweis für seinen Glauben, ein Beweis für sein Iman und ein Beweis für sein Verlangen und sein Zurückkehren zu seinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Und dies ist eine gewaltige Angelegenheit, die der Sheikh erwähnt hat. Und dadurch erkennt man, dass das Herz auf dem geraden Weg ist. Wenn der gläubige Mu'min, der Gläubige, wenn er dem, was Allah liebt, Vorrang gibt gegenüber dem, was seine Seele liebt, wenn dies im Widerspruch steht zueinander. Und dies entspringt von der Hochschätzung gegenüber des Befehls und des Verbots. Und dies kann nicht sein, außer wenn man den hochschätzt, der befiehlt und der verbietet. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, derjenige, der die Arbeit und den Gewinn und den Verdienst lässt, um zum Freitagsgebet zu gehen, der lässt dies für Allah. Der Sheikh sagte, und derjenige, der etwas für Allah lässt, dem ersetzt er es mit etwas Besserem. Doch derjenige, der seine Neigung Vorrang gibt gegenüber dem Gehorsam zu seinem Herrn, der verliert seine Religion und darauf folgt der Verlust seiner Dunya. Und Allah subhanahu wa ta'ala bitten wir um Schutz und Bewahrtheit. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir im nächsten Unterricht an dieser Stelle weitermachen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.